So, ihr Lieben, es ist soweit. Wir haben Dienstagnachmittag Live-Basteln und ich freue mich total wieder auf meine Mädels im Chat und auch alle, die später nur das Video schauen und natürlich auch die Jungs, die sich immer ein bisschen beschweren, dass ich nur Mädels sage. Ich werde mich bemühen, auch Jungs zu sagen. Jedenfalls, ich freue mich total, dass wir heute wieder was gemeinsam basteln und trotzdem wir heute durchaus auch noch mal ein schwereres Thema unter Anführungszeichen haben. Ja, soll es trotzdem auch Spaß machen, natürlich. Und es soll vor allem auch ein besonderes Projekt sein. Und von daher schicke ich jetzt noch mal ein ganz liebes Hallo in die Runde. Ich weiß oder hoffe, ihr könnt es mir jetzt sehen und ich hoffe, ihr könnt es mich auch gut hören. Ansonsten bitte gerne in den Chat reinschreiben, wenn irgendwas nicht passt. Und dann die sagen, möchte ich heute tatsächlich mit meinem Projekt anfangen, bevor ich euch dann nur ein paar Infos dazu gebe und vor allem auch Infos noch bezüglich des März mit einfließen lassen möchte. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch gestern das Video geschaut hat von unserer lieben Susanne von Kreativwolf. Wer das gemacht hat, der wird anhand dieses Videos gehört haben, dass wir in dieser Woche die Friedenswoche haben. Wir haben uns gestern in der Früh ganz spontan dazu entschlossen, eine Wunderwelt-Mädels-Friedenswoche zu starten und dort zu basteln rund um das Thema Frieden. Einfach um dieser ja wirklich grauenhaften Zeit was entgegenzuhalten, was hinzugeben, was das Ungleichgewicht irgendwie versucht, ein bisschen in die richtige Richtung zu schubsen. Und ich persönlich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar und auch wirklich glücklich, dass sich Europa so eint und da tatsächlich ja, da schon Flagge zeigt und sich dem Ganzen entgegenstellt. Und wir wollen das in unserem Wirkungskreis natürlich auch machen. Und haben uns eben zu dieser Friedenswoche entschieden. Das war gar nicht so leicht und da möchte ich euch ein bisschen Einblick geben in mein inneres Desaster, weil ich eigentlich weiß, dass, oder ja, weil ich eigentlich weiß, dass so ein Ruhepol und so ein Platz des Friedens und der Freude für uns alle einfach total wichtig ist. Und das war auch der Grund, warum ich in den letzten 2 Jahren immer gesagt habe, das ist ein Corona-freier Platz. Also das Basteln bei mir, der Online-Basteltreff, ist einfach eine Zone, wo diese Alltagssorgen nicht mit hereinkommen sollen. Die haben einfach da keinen Platz. Wir wollen da drinnen gerne in Ruhe basteln können und einmal eine Stunde lang miteinander eine schöne Zeit haben. Danach hat uns der Alltag wieder, aber in dieser Zeit wollen wir gerne ein bisschen auftanken. Und von daher war in mir wirklich, ja, so ein bisschen ein Für und ein Wider. Was mache ich denn jetzt? Greife ich das Thema jetzt auf? Weil, sind wir ganz ehrlich, Krieg ist nochmal eine ganz schöne Schippe obendrauf auf Corona. Also Corona war schon echt Scheibenkleister. Aber so eine Kriegssituation ist einfach nochmal eine ganz schöne Backe obendrauf, oder? Also ich glaube, da geht es uns alle gleich. Und jeder ist geschockt und jeder hätte sich im Leben nicht vorstellen können, dass sowas überhaupt möglich ist. Und das dann in diese, ja, in diese Videos mit reinzubringen, ist ein Wagnis und aber gleichzeitig irgendwo ein Muss. Es ist in dem Fall wirklich etwas, wo ich sage, okay, das können wir nicht einfach nach draußen schieben. Dem müssen wir jetzt eine Woche lang Raum geben, wo wir uns darüber unterhalten, was können wir aktiv zum Frieden beitragen. Was ich nicht haben möchte, ist, dass wir jetzt in das Jammern kommen oder sagen, wow, es ist so Krise und es ist so schlimm und ja, es ist alles schlimm und es ist alles Krise und es ist total sinnlos. Also 100% sinnlos. Es ginge uns allen gut, wir haben alle genug Land. Es ist so bescheuert, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann, wie bescheuert ich persönlich das finde. Aber wir können am Frieden arbeiten, und zwar in unserem Wirkungskreis. Und das ist es, um was es mir geht. Mir geht es darum, den Fokus auf den Frieden zu lenken, auf das, was können wir aktiv tun. Und ich glaube, wenn man sagt,
wenn man jetzt jemanden fragt, was kannst du machen, dann kann man hergehen und kann sagen, ja, okay, ich kann auf die Straße gehen und ich kann demonstrieren. Und ja, das ist natürlich wichtig, gar keine Frage. Das sind Zeichen, die sind super, super, super wichtig. Aber wir können noch mehr tun. Der eine oder andere sagt, ja, ich kann nur Geld spenden. Auch das ist super wichtig. Aber wir können noch mehr tun. Und zwar hat mir auf das gebracht die Niki von Krickeler Krack. Mir hat Krickeler Krack, ich bin ganz ehrlich, vorher überhaupt nichts gesagt. Aber dieser Post mit diesem Bild, der ist mir auf Instagram ins Auge geschossen und ich habe mir gedacht, aha, was ist das? Und da ist eben dieses Bild gewesen mit, wann immer du die Chance hast, wähle Frieden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, genau, das stimmt. Da muss ich wirklich sagen, da gehe ich 100% konform. Und sie hat dann drunter noch einen Text geschrieben, der hat mir so aus der Seele gesprochen, dass ich diesen Text zum einen natürlich sofort re-gepostet habe bei mir auf Instagram. Das heißt, viele von Ihnen werden ihn bereits gesehen haben und ich habe ihn vor allem auch an meine YouTube-WhatsApp-Gruppe geschickt, also an diese Gruppe, die immer von mir die Infos kriegt, wenn es neue YouTube-Videos gibt. Also sprich meine Kunden und auch Abonnenten und auch Teammädels. Und das war mir einfach total wichtig. Und dann habe ich eben am Wochenende über das nachgedacht, wollen wir jetzt um das Thema basteln, was soll man machen? Und dann habe ich sie angeschrieben, die Nikri von Krickeler Krack, und habe gesagt, Nikri, ich habe da zu diesem wunderschönen Post eine Kartenidee. Ich würde das total gern als Karte umsetzen, ob sie mir denn das erlaubt, dass ich da ihren Text und auch ihr Bild verwenden darf. Ne? Kann man ja nicht einfach machen, muss man ja zumindest einmal nachfragen. Und das Schöne war, die Nikri war sofort begeistert und hat gesagt, ja, cool, super, und hat mir das sofort per E-Mail geschickt. Total nett. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz ein herzliches Dankeschön und ganz, ganz liebe Grüße. Und schaut mal auf Instagram, auf den Instagram-Kanal eben von der Nikri von Krickeler Krack. Wirklich super. Sie macht ganz, ganz schöne Sachen, ganz schöne Texte. Und vor allem ganz viel in Richtung Frieden. Und das gefällt mir einfach total gut. Und ich habe mich dann dazu entschieden, euch das Ganze auch als PDF vorzubereiten. Das findet ihr kurz nach diesem Video, werdet ihr es auf meinem Blogbeitrag hochladen und ihr könnt euch dann das genau in dieser Größe ausdrucken, so dass ihr diese Karte auch wirklich eins zu eins nachbasteln könnt, wenn ihr das wollt. Meine Idee ist nämlich, lasst uns alle so eine Karte basteln, mindestens einmal, öfter umso lieber und schickt es an wem auch immer ihr es gerne schicken möchtet. Für jeden ist die Botschaft, die in dieser Karte vorhanden ist, eine richtige Chance, das Leben, nicht nur sein eigenes, sondern auch das für viele andere Menschen wirklich positiv zu verändern. Und ich möchte euch jetzt einmal die Karte zeigen. Und zwar kann man diese Karte, ist eine Art Albumkarte, die ihr natürlich auch für verschiedene andere Anlässe dann basteln könnt. Aber heute geht es ganz explizit um den Frieden. Geht es mir darum, da kann man die Karte nach oben aufklappen. Und innen drinnen hab ich dann das Designerpapier verwendet, das aus den neuen Wellen. Und mehr dazu sage ich euch dann noch. Und wenn man sie dann aufklappt, kann man sie nach links und nach rechts aufklappen. Und da sind wir jetzt bei dem Text von der Niki eben, die da drunter geschrieben hat, Frieden, fang bei dir an. Schaffe inneren Frieden in deinem Kreis. Schaffe äußeren Frieden in deinem Kreis. Stelle Werte wie Verständnis, Freude, Liebe und Frieden an die höchste Stelle. Kläre Konflikte und verzeihe Fehler. Erhöhe dein Gefühl von Frieden durch Vergebung und stärke deine gute Energie. Stecke immer mehr Menschen damit an und schicke Frieden in die Welt, an alle Menschen, die Frieden brauchen. Wann immer du die Chance hast, wähle Frieden. Und das ist für mich so ein schöner Text, dass mich immer nur abrieselt. Also ich kriege da echt, ich krieg da Gänsehaut, weil ich finde, das ist so, so, so treffend. Jeder von uns kann sich nach diesem Text halten. Jeder kann schauen, dass er in sich Frieden macht, dass er in seinem Wirkungskreis Frieden stiftet, dass er Fehler verzeiht, dass er Konflikte versucht zu lösen, dass man versucht, miteinander eben Frieden zu schließen.
Und wenn man das eben nach außen tragt, und das ist eben meine Idee in Form dieser Karte, dass man das eben schickt, dann haben ganz viele andere Menschen auch die Chance, da über diese Worte nachzudenken und die vielleicht ins eigene Leben wieder zu integrieren. Und schon haben wir ein Stück weit wieder noch mehr Frieden geschaffen. Und vor allem der letzte Satz, wann immer du die Chance hast, wähle Frieden, das hallt so in mir wieder. Das finde ich so wunderschön. Das ist wirklich etwas, seit ich das gelesen habe, vor, ich glaube, 3 Tagen ist es jetzt her, gibt es wirklich viele Momente in meinem Leben unterm Tag, wo ich, wenn ich kurz einmal grantig werde, natürlich wäre ich ja grantig, bin ja nur ein Mensch. Und wann immer das passiert, dass ich mal kurzfristig grantig wäre, dann halt es in mir wieder. Wann immer du die Chance hast, wähle Frieden. Und dann denke ich mir, ja, und ich wähle jetzt den Frieden. Und ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was uns allen ganz, ganz, ganz gut tun wird, gut tun kann. Und was ganz wichtig ist, auch mit sich selber. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft führt man auch mit sich selber Krieg, ist jetzt ein bisschen krass gesagt, aber wie oft geht es euch so, dass ihr mit euch selber unzufrieden seid oder dass ihr sagt, ich mag das oder das an mir nicht. Das sind oft so ganz banale Dinge, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe 10 Kilo zu viel auf der Hüfte und man hat ein Riesenproblem mit sich und führt innerlich eigentlich Krieg miteinander. Und selbst da muss man anfangen, in sich, bei sich, mit sich Frieden zu schaffen, um dem ganzen Weltgeschehen entgegenzuwirken. Wenn jeder an sich und in seinem Wirkungskreis arbeitet, dann tut sie was. Das ist wie wenn jeder ein Friedenslicht anzündet, dann tut sich auch was. Und da bin ich einfach vollkommen total davon überzeugt. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich habe jetzt auf YouTube 9.500 Abonnenten. Und wenn es nur 1.000 davon sehen und wenn von denen 1.000 wiederum nur 100 sich Gedanken drüber machen und es umsetzen, dann ist es schon nicht nix. Und ich denke mir immer, jeder von uns kann dazu beitragen. Jeder kann seine Wege nützen und eine Karte basteln und die verschicken und jemandem das an die Hand zu geben. Und das so gemacht, dass man sich das daheim auch wirklich hinstellen kann. Dass man es immer wieder lesen kann, immer wieder, wenn man vorbeigeht, daran erinnert wird, wähle Frieden. Ich glaube, dass das einfach wirklich etwas ist, was ganz, ganz, ganz super wichtig ist und was wirklich, wirklich, wirklich lebensverändernd sein kann in eine ganz positive Richtung. Und deshalb habe ich mich für so eine Klappkarte entschieden, damit man das aufstellen kann, damit man den Text immer sieht, damit man das immer, immer wieder im Auge haben kann. Und ich habe euch das genauso eingerichtet, dass ihr das genauso zuschneiden könnt. Und ich denk, damit hat uns wirklich die Nike von Krickeler Krack was Wunderschönes an die Hand gegeben. Und dass sie uns das erlaubt hat, das eben zu verbasteln und in die Welt zu tragen, das finde ich ganz super. Wir haben dann nur scherzhalber gesagt, eigentlich sollte man alle so eine Karte dem Herrn Putin schicken. Ja, ich glaube, der wird ganz schön staunen, wenn er einen LKW voller Karten bekommen wird, die in Richtung Frieden gehen. Ich weiß nicht, ob es das nützen wird, aber naja, man könnte es zumindest probieren. Aber noch viel wichtiger ist es mir, dass es in unserem Kreis Früchte trägt. Und wer weiß, wer das wiederum weiter trägt und sagt, was, sowas möchte ich auch gern verschenken. Und das ist einfach, also das ist ein echtes Geschenk, finde ich. Ja, ich hoffe, dass ich damit euren Bastelnerv treffe und ich glaube, das auch ganz stark. Wie gesagt, die PDF kurz nach dem Live werde ich sie hochladen. Und da könnt ihr die ausdrucken. Beim Ausdrucken darauf achten, dass ihr sie in 100% Größe ausdruckt, damit ihr es auch von der Größe so habt, wie ihr es braucht. Gut, und bevor wir jetzt beginnen mit dem Basteln, möchte ich euch da jetzt gern bei dieser Karte noch was zeigen. Und zwar wisst ihr ja, dass seit heute das neue Set mehr an Glück zu bestellen geht. Mit dem wunderschönen Papier und den noch viel wunderschöneren Standsteilen. Und das war wirklich heute Zufall, dass das gepasst hat. Ich habe das nicht bewusst mir so vorgenommen, mit dem zu basteln, sondern es ist tatsächlich so, dass wie ich mir das dann genauer angeschaut habe, habe ich mir gedacht, na Spinni, das passt eigentlich wie Faust aufs Auge. Und zwar an dem mehr an Glück drinnen, zusammen überstehen wir alles.
Ich meine, wie viel passender wäre das? Ich wünsche dir, also wünsch dir ein Meer an Glück. Ich glaube, gerade in die Ukraine müssen wir Glück schicken, so viel wie man gerade schicken kann. Alles Gute ist etwas, was auch sehr gut in die Zeit passt. Und deine Stärke ist eine Inspiration. Und genau da fängt sich wieder an, meine Gänsehaut aufzustellen. Denn ganz ehrlich, die Stärke, die die Ukraine momentan gerade an den Tag legt, das ist doch eine echte Inspiration für Zusammenhalt, für Gegenwehr, für Verteidigung. Also das ist für mich eine absolute, totale Inspiration. Und wie passend ist da dieser Spruch, oder? Ich meine, natürlich, der passt für 100.000 andere Sachen auch. Und das ist total schön, wenn man jemanden schicken kann, deine Stärke ist eine Inspiration. Aber es war wirklich so, dass wie ich mir das Set angeschaut habe, weil man dachte, na, die ist wie für die Situation gemacht. Unglaublich. Eben das Zusammen überstehen wir alles, das steht für mich ganz oben. Da kann man noch was dazu schreiben für denjenigen, den man schickt. Und wenn man es aufmacht, dann habe ich mich noch dazu entschieden, zwei Stempelsets dazu zu nehmen. Und zwar zum einen die großen Wünsche, weil mir das große Liebe total wichtig ist, weil unser Fokus, ja, wie sagt man, Kompass muss Richtung Liebe eingestellt sein. Das ist das absolut Wichtigste. Und deshalb habe ich das auch da noch rausgezeichnet. Es ist wichtig, dass die Nadel Richtung Liebe geht. Und der Kompass ist aus Setz die Segel. Also ein Stempelset, das wir eigentlich schon ziemlich lange im Sortiment haben. Und da, wenn man dachte, okay, auch das passt jetzt gerade so ganz, ganz wunderbar da dazu. Und ihr seht schon im Hintergrund, ist eben das schöne Designerpapier, was ich mir da rausgesucht habe, was in die Farben natürlich gerade zur Ukraine wunderschön passt. Und innen drin habe ich dann noch einmal die Welle gestempelt und den Stanzteil draufgesetzt mit dem schönen Glanzpapier, was es auch gibt. Und da eben, das wünscht dir ein Meer an Glück für denjenigen, dem ich das Ganze schreibe. Also es ist für mich wirklich eine ganz stimmige Karte, die jetzt gerade für diesen Anlass sehr gut passt, viel Hoffnung bringt, finde ich. Und Anerkennung bringt. Und ich glaube, wenn der eine oder andere, der mit der Ukraine zu tun hat, da vielleicht reinzappt und das Ganze sieht, spürt er auch, ja, ganz viel Liebe von meiner Seite, die rausgehen soll. Und ja, wann immer du die Chance hast, wähle Frieden. Das ist einfach für mich das Um und Auf. Gut, ihr Lieben, das also dazu. Und jetzt lege ich das da kurz rauf. Bevor wir nämlich beginnen jetzt mit dieser wunderschönen Karte, möchte ich euch nur kurz, und ich weiß, das ist jetzt fast ein harter Bruch, aber er macht Sinn, ich schwöre es euch, er macht Sinn. Möchte ich euch nur mal kurz darauf aufmerksam machen. Ihr wisst ja, wir haben diesen Monat Sparen und Aufblühen. Und ihr wisst ja, ich habe diesen Monat mein großes Geburtstagsgewinnspiel. Und dazu möchte ich einfach echt nur gern was sagen. Sparen und Aufblühen mit der Mini-Stanzmaschine ist mir total wichtig, dass das bei gar niemandem untergeht, dass das jetzt ist. Das ist wirklich total super. Es sind ganz viele Produktpakete drinnen, die stark reduziert sind, also um 20% reduziert. Und trotzdem sind sie dann die allermeisten nur rund um die 50 Euro. Und damit kommt sie wieder zu meinem Gewinnspiel rein. Und zwar jeder, der bei mir jetzt im März bestellt, wird daran teilnehmen an meinem Gewinnspiel. Und ich habe euch ja erzählt, ich werde jede Woche, also viermal im Gesamten, den Lostopf der Gastgeberinnen-Codes verlosen. Das heißt, jeder, der bei mir bestellt und das Ganze am besten über einen Online-Shop macht und den Gastgebercode, den wöchentlichen, verwendet, der wandert in den Lostopf, sofern seine Bestellung größer 50 Euro ist. Und diese Lose staffeln sich immer pro 50 Euro. Wer dann den Gastgeberinnencode verwendet, kriegt automatisch noch ein zusätzliches Los dazu. Und für alle, die sagen, oh, aber meine Bestellung macht mehr als 200 Euro aus und da kann ich natürlich nicht den Gastgebercode verwenden, was total Sinn macht, weil dem stehen einfach die Prozente selber zu, gar keine Frage. Der erhält automatisch mindestens vier Lose plus ein weiteres Los, weil er keinen Nachteil haben soll gegenüber denen, die weniger bestellen. Also da ist mal die Fairness wieder ganz wichtig. Deshalb kriegt auch jeder, der über 200 Euro bestellt, automatisch dieses Los, was die anderen kriegen, wenn sie den Gastgebercode verwenden. Also da versuche ich, ja, das Ganze fair zu machen. Es wird jede Woche einen neuen Gastgebercode geben, immer am Dienstag.
Und wir werden auch immer am Dienstag die Verlosung machen. Das heißt, wir starten heute mit dem neuen Code. Den findet ihr bei mir auf meinem Blog, diewunderweltauspapier.com. Den sammeln wir jetzt, diesen Gastgebercode POT sozusagen, sammeln wir jetzt bis kommenden Dienstag. Und kommenden Dienstag, am 8.3., wird die erste Verlosung sein. Die nächste ist dann am 15.3., dann am 22.3. und dann am 29.3. Und wie jedes Jahr im März, wenn ich so eine Gewinngeschichte mache, geht keiner leer aus. Das heißt, jeder, der bei mir bestellt, auch wenn er dann nicht diesen Gastgeberinnencode Lostopf gewinnt, werde trotzdem ja, vermutlich Glitzersteinchen in seiner Post dann finden, die ihm zukommen lasse als kleines extra Goodie, extra Dankeschön. Und alle, die am 30.3. und 31.3. bei mir bestellen, die kriegen natürlich kein Los mehr, weil am 29.3. das letzte Mal ausgelost wird. Aber die kriegen natürlich trotzdem dieses Glitzersteinchen Goodie. Also das kriegt jeder bis Ende März. Ja, und was bedeutet jetzt dieser Gastgeberinnen-Code POT sozusagen? Das bedeutet, dass wir eine Woche lang immer alle Bestellungen auf diesem Gastgeberinnen-Code zusammensammeln, die eben in dieser Woche anfallen. Und ihr wisst ja, ab 200 €, wenn da jetzt also vier zum Beispiel um 50 € bestellen, dann ist in diesem Pott ein Bestellwert von 200 € und damit ergibt sich ein Gastgeberinnen-Prozentesatz von 20 €. Und wenn jetzt vier zum Beispiel bestellen in einer Woche, dann würde dieser Gastgeberinnen-Code Pott in der Woche drauf 20 € wert sein, die ihr einsetzen könnt, für was auch immer ihr dafür haben wollt. Dieses Paket kriegt ihr dann von mir natürlich versandkostenfrei, also die Versandkosten übernehme dann ich als Zusatzgoodie. Und ihr könnt mir einfach sagen, ich hätte gern das, ich hätte gern das, ich hätte gern das, ich hätte gern das und das lege dann rein in diesen Vorteilspot und das kriegt ihr dann eben kostenlos zugeschickt. Was ich ja total eine coole Sache finde, weil ihr vollkommen selber frei wählen könnt. Ich kann euch garantieren, wir werden auf jede Woche auf jeden Fall die 20 € erreichen. Das kann aber auch wesentlich mehr sein. Also das können dann auch 100 oder 150 € sein, die ihr da gewinnt. Das hängt einfach davon ab, wie viele in dieser Woche bestellen und wie hoch die Bestellungen sind. Von daher, auch ich weiß nicht, was unterm Strich in jeder Woche in diesem Pott landet. Es wird also wie eine Art Lotterie. Es wird ganz, ganz spannend. Und ja. Natürlich ist keine Barablöse möglich, das ist eh klar. Also das geht wieder ganz nach die regulären Regeln, dass ihr Produkte einlösen könnt für diesen Pott und das war's dann. Und wenn dieser Pott, also dieser Bestellwert über 550 € überschreiten sollte, dann kriegt ihr sogar noch die Möglichkeit, oder nicht nur die Möglichkeit, sondern das ist so, dann könnt ihr euch noch ein Produkt eurer Wahl zum halben Preis aussuchen. Diesen halben Preis muss ich euch dann aber natürlich in Rechnung stellen. Also das geht dann immer anders. Da könnt ihr dann aber selber entscheiden, nehmt ihr dafür ein Stempelset oder nehmt ihr dafür zum Beispiel die große neue Stanzmaschine. Das liegt dann bei euch, wie viel ihr eben bereit seid, als Halbpreis zu bezahlen, was ihr da eben haben wollt. Schön. Ich denke, damit, glaube ich, habe ich jetzt die Spielregeln zu diesem Gewinnspiel erklärt. Auch das. Oh, das Mikrofon kratzt. Das ist schlecht. Dann werden wir uns Abhilfe schaffen und auf Stöpseln gehen. Wartet mal einen Moment. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt es jetzt besser verstehen. Ich habe jetzt angeckt, damit sollte der Ton besser werden oder besser sein. Ah, das ist natürlich immer total schlecht, wenn das Mikrofon kratzt. Das ist immer sehr, sehr schade. Aber ich hoffe, es geht jetzt so. Schreibt es mir mal kurz, ob das so jetzt passt. Ihr werdet umgestöpselt, ja genau. Viel besser, sehr gut. Mädels, immer sagen, wenn irgendwas beim Mikrofon nicht passt, dann bitte immer sagen. Okay, also, auch das zum Nachlesen, das habe ich jetzt vorher leider nicht mehr geschafft, aber auch das zum Nachlesen
wird auf meinem Blog gepostet werden in einer extra Seite. Also haltet Ausschau nach dem Bild. Da könnt ihr da die Spielregeln sozusagen nochmal ganz wunderbar sehen. Und warum jetzt mir das wichtig war, dass ich das auch mit diesem Gewinnspiel und so weiter nochmal anspreche, ist, ich habe mir zu dem Thema Ukraine und unserer Friedenswoche überlegt, okay, was kann ich persönlich noch dazu tun? Was kann ich noch machen, außer mit euch schöne Dinge zu basteln und versuchen, den Friedensgedanken in die Welt rauszutragen? Dann habe ich mir gedacht, okay, ich möchte gern in dieser ersten Woche, in der vermutlich aufgrund dieser super Aktionen, die Stampin' Up! Zur Verfügung gestellt hat, wird vermutlich am meisten bestellt werden in der ersten Woche. Und damit habe ich mich dazu entschieden, aus meinem persönlichen Verdienst von Stampin' Up!, aus diesen Bestellungen, die in dieser ersten Woche, also von heute bis zum 8.3. lasse ich das laufen, also eine ganze Woche, alle Bestellungen, die von heute bis 8.3. oder beziehungsweise bis 7.3. 24 Uhr, also so muss ich eigentlich sagen, eingehen, werde ich 10% rausrechnen und diese 10% werde ich an Nachbar in Not für die Ukraine spenden. Ich möchte da ganz klar sagen, das ist dann mein Einkommen sozusagen, das ich normalerweise von Stampin' Up! Bekommen würde, das ich da an Nachbar in Not weitergibt. Mir ist es aber deshalb wichtig, dass ich es euch erzähle, um euch zu sagen, wenn ihr bei mir bestellt, ihr macht in dieser Woche einen doppelt guten Effekt. Zum einen nehmt ihr am Gewinnspiel teil, was schön ist für euch, und zum anderen tut ihr noch was Gutes, weil eben 10% davon an diesen Hilfsfonds von mir abgegeben werden. Das ist natürlich keine Stampin' Up! Aktion, sondern eine ganz persönliche Aktion von mir. Ich habe mir auch vorher mit Stampin' Up! Kurz geschlossen, ob ich das überhaupt in einem Video sagen darf und ob ich denn das überhaupt so offiziell machen darf. Und es ist, sind wir ganz ehrlich, auch ein bisschen gefährlich, dass jemand hergeht und sagt, ah, das ist jetzt wieder voll der Werbegag, den sie da raushaut. Nein, es ist kein Werbegag. Es ist tatsächlich mein persönliches Geld, das ich abgibt. Und ich gebe es sehr gern ab, weil ich eben das machen kann und damit hoffentlich was Gutes machen kann. Und ich möchte euch einfach ganz klar sagen, ihr tut es mit den Bestellungen zumindest in dieser Woche auch Richtung Ukraine was Gutes. Und das möchte ich euch einfach wissen lassen, weil dann der eine oder andere vielleicht sagt, okay, ich wollte eigentlich erst nächste Woche bestellen, aber in dem Fall ziehe ich meine Bestellung vor, weil dann gehen nur 10% an Nachbar in Not. Und das ist einfach diese Offenheit möchte ich euch gegenüber einfach haben. Nicht, weil es irgendwie von meiner Seite her, boah, die Daniela, die coole, oder boah, die ist aber super, das möchte ich überhaupt nicht haben, ganz und gar nicht, sondern der einzige Grund ist, dass ihr wisst, es geht diese Woche ein Teil an die Ukraine. Und das war mir wichtig, dass ihr das ja, einfach von mir persönlich hört und wisst. Und ja, das wollte ich auch einfach sagen. Und das gilt aber für alle, auch für alle die, die jetzt schon bei mir bestellt haben. Es sind heute schon Bestellungen reingegangen. Auch die werden dort drinnen sein. Genauso wie sie beim Gewinnspiel drinnen sind, sind sie auch dort drin. Und ich rede da von echten 10%. Also von, wenn der Bestellwert, den ihr in Rechnung stellt, kriegt 100 Euro ausmachen, dann gehen 10 Euro davon an Nachbar in Not für die Ukraine. Ja, das ist also mein Beitrag, den ich diese Woche leisten möchte und das war auch das, wo ich gesagt habe, es macht Sinn, dass ich euch das jetzt alles nochmal erzähle, weil es noch mehr an das Licht drauf wirft. Gut, ihr Lieben, und jetzt, würde ich sagen, jetzt fangen wir aber wirklich an, diese Albumkarte zu basteln. Heute wird es ein bisschen ein längerer Beitrag. Ausschmücken dürft ihr es dann natürlich selber. Also wir bauen jetzt nur das Grundgerüst und ich sage euch alle Maße. Zum Verzieren, glaube ich, könnt ihr ja dann einsetzen, was auch immer euch gut gefällt. Schön. Gibt es jemanden, der direkt mit mir mitbastelt? Das wäre natürlich ganz spannend. Ich bastel natürlich wieder im Pazifik Blau. Ich richte mir da schon mal meine Farbkartone her. Und werde da mal schnell abmessen, wo ich da umgehe. Sehr gut. Okay, ich habe da schon mal mein Abdeckblatt mit 14 mal, ein bisschen mehr als 14. Das müssen wir nur zurechtschneiden. Schön. Okay,
Gut, ihr Lieben, dann starten wir los. Und zwar, wir brauchen einmal ein Farbkartonblatt mit 14 x 14 cm. Ich muss das da jetzt ganz minimal einkürzen, das mag der Papierschneider meistens nicht so gern. Genau, da franzelt er bei mir gern. Das macht aber nichts. Das Bissal schneiden wir ihm dann mit der Schere nur noch. Aber ich habe einen schönen Anhaltspunkt, wo ich meine Franzel wegschneiden muss. Das ist einfach so ein Millimeter, das ist ihm eigentlich einfach zu wenig zum Abschneiden. Aber das macht nichts. So, okay. So in etwa passt das dann schon. Das schieben wir da hinten rein. Dann, also 14x14. Heute muss ich mir tatsächlich da ein paar Post-its draufkleben, damit ich dann noch weiß, was da was ist. Wir haben nämlich einige Teile heute. Okay. So, das 14x14 Teil wird unsere Rückseite. Dann brauchen wir als nächstes, schneiden wir uns zwei Teile zu und die brauchen wir auch wieder 14 cm in der Höhe in dem Fall. Da schneide ich jetzt einfach über eine ganze Seite ab, die 14 cm. Und dann kürze ich mir das Ganze ein auf 14,9 in dem Fall. Oder 14,8, ist wurscht. 14,9 bleibt dann über. Da wird jetzt mein 14,8-Teil. Und bei dem 14,8-Teil ziehe ich mir gleich eine Falzlinie bei einem Zentimeter. Also ich schiebe es einen Zentimeter nach rechts rüber. Ups, ihr seht ja gar nichts. Oder aber ihr legt es da bei 13,8 an. Das ist jetzt je nachdem, wo ihr das lieber messen möchtet. Also entweder rüben 13,8 oder da bei einem Zentimeter. Da ziehen wir uns eine Falzlinie. Und da drauf gebe ich mir gleich wieder ein Post-it. Das ist mein rechter Flügel. Rechter Flügel. So. Dann nehmen wir das zweite Teilchen und das zweite Teilchen ist auch wieder 14 cm eben in der Höhe und dort ziehen wir uns jetzt zwei Falzlinien und zwar einmal falzen wir bei 14 cm. Da gerade nochmal schnell schauen. Ja, genau. Einmal falzen wir bei 14, da bleibt uns leider ganz wenig über, aber anders geht es nicht. Und einmal bei 14,3. Da haben wir nur ganz eine schmale Klebelasche. Ihr seht schon, da bleibt uns wirklich nur ganz ein bisschen für den Kleber. Reicht aber. Es wird gut funktionieren. Und das wird unser linkes Flügel. Also, da haben wir das linke Flügel. Und dann brauchen wir als nächstes noch den Deckel, der da so quasi von oben drüber runter geht. Und diesen Deckel schneide ich mir da wieder zu auf 14 cm. In dem Fall ist es jetzt die Breite, die wir uns da zuschneiden. Und da falzen wir auch wieder zweimal. Und zwar einmal falzen wir bei 14 cm. Einmal falzen wir bei 14,5 cm und bei 15,5 schneiden wir es uns ab. Also da können wir uns ein bisschen eine breitere Klebelasche lassen. Das ist also unser Deckel, wenn man so will. Das ist der Deckel. Und dann brauchen wir natürlich nur die Innenseite und für die Innenseite schneiden wir uns zwei Stück zu mit, oder beziehungsweise eine Seite zu mit 13,8 mal 13,8. Das ist also unser Innenteil. Und damit haben wir uns alle Grundteile von der Karte schon zugeschnitten.
Innenteil lassen wir jetzt gerade so. Und da möchte ich euch das Ganze jetzt einfach nochmal kurz zeigen. Und zwar innen also 13,8 mal 13,8. Der Deckel ist 14 mal 15,5, gefalzt bei 14 und bei 14,5. Der linke Flügel, rechts, links, der linke Flügel hat 14 mal 14,8 und ist gefaltet bei 14 cm und bei 14,3. Und der rechte Flügel, der hat 14 mal 14,9 und der hat 14 mal 14,8 und der ist gefalzt bei 1 cm. Und dann haben wir nur die Rückseite und die Rückseite ist 14 mal 14. Also das sind die Teile, die ihr für die Karte braucht. Und jetzt fangen wir an, das ganze Ding zusammenzubauen. Und zwar starten wir mit dem Deckelelement. Da können wir uns schon beide Falzlinien straff ziehen. Wenn ihr so wie da relativ nahe beieinander Falzlinien habt, dann finde ich jetzt immer am leichtesten, wenn man schon eine Falzlinie mal zieht und dann mit dem Lineal zur zweiten Falzlinie hingeht und den Teil mal nach oben knickt. Dann tut man sich am leichtesten, dass man auch beide Stellen schön geknickt kriegt. Also so kann man so schmale Falzlinien sehr, sehr gut falzen, ohne dass man jetzt irgendwie ein Problem hat. Und dann können wir, weil das ja jetzt eben unser Deckel ist, können wir da schon einen Kleber auftragen, und zwar auf der rechten Seite hinten. Ich muss gerade überlegen. Gar nicht wahr. Auf der Innenseite natürlich geben wir einen Kleber drauf. Da nehme ich jetzt in dem Fall doppelseitiges Klebeband und gebe mir das da auf diese Klebelasche drauf. Und schneide mir diese Klebelasche ziemlich schräg ab. Also die kürzt man ziemlich viel ein. Es darf da richtig, richtig schräg sein. Und dann können wir das eigentlich auch schon auf die Innenkarte draufgeben. Die Innenkarte ist unsere 13,8 x 13,8 Karte. Und da könnt ihr das zuerst einmal schön andrücken und dann mit dem Piekser lösen. Geht mit dem Aufhebhelfer gut, geht auch mit einer Schere gut. Und jetzt drehe ich mir das Ganze einmal um 180 Grad. Jetzt werdet ihr euch vielleicht wundern und euch denken, okay, warum macht sie das, wenn jetzt oben der Kleber ist, warum dreht sie sich den Kleber nach oben? Ganz einfach, ich lege mir dieses Teil von der Karten, lege mir da rein und lege mir das Ganze an die zweite Falzlinie ran. Also ihr seht schon, wir haben da die erste Falzlinie und da die zweite und da ist der Kleber, den sieht man da schön. Und ich lege mir das an die zweite Falzlinie ran und zwar so, dass es vor diesem Berg der Falzlinie zu stehen kommt. Also ich schiebe es bis zu diesem Berg hin und achte darauf, dass ich rechts und links gleich viel Abstand habe. Also da muss ein kleines bisschen Luft sein und da muss ein kleines bisschen Luft sein. Und die Luft da rüben und die Luft da rüben sollen ungefähr gleich sein. Also schön mittig reinlegen. Es ist ja um 2 mm schmäler als der Deckel. Aber das ist auch total gewollt so. Sonst stehen uns nämlich die Seitenteile raus. Und wenn das da schön gerichtet ist und schön mittig ist, dann könnt ihr euch das einfach von oben nach unten klappen, einmal drüber fahren und dann habt ihr das schon ganz, ganz wunderschön auf eurem Teil draufgeklebt und habt genau die Linie oder die Falzrille genau da, wo ihr sie braucht, und zwar oberhalb von dem Mittelteil. Gut, dann nehme ich mein rechtes Flügel, knick mir auch da meine Falzlinie und auch da geht es eigentlich wieder relativ schwer, weil es nur so klein ist. Von daher fahre ich wieder mit dem Lineal dran, knick mir das Ganze um und werde auch da wieder auf der Innenseite meinen Kleber anbringen. Und wir müssen auch diesen Teil wieder gut anschrägen. Und zwar wichtig ist eigentlich, dass ihr, das ist ja unser rechtes Flügel, dass ihr es oben gut anschrägt. Unten darf es auch ein kleines bisschen weniger sein. Das ist nicht so tragisch,
Aber oben muss es wirklich gut angeschrägt sein. Das hat den simplen Grund, dass sich die Rückenteile, also praktisch der Flügel oben und der Seitenteil, dass sich die miteinander da nicht zu viel im Weg umgehen. Und das könnt ihr gern vorher noch einmal überprüfen. Und wenn sich das zu krass im Weg umgeht, dann schneidet euch das einfach nur ein bisschen mehr ab. Also einfach nur schräger abschneiden, damit euch das da möglichst wenig miteinander im Weg umgeht. Dass das da richtig schön hergeht. Und wenn es das tut, dann könnt ihr auch da wieder den Kleber lösen und könnt euch da hervon wieder mit der Rückseite. Also ihr seht ja schon, ihr habt ja da jetzt schon schön den Kleber drauf. Da ist jetzt wichtig, dass ihr euch unten an dieser Kante gegenüber vom Deckelteil sozusagen richtet. Weil das Seitenteil soll natürlich unten bündig weitergehen. Das heißt, macht es euch zu, dreht es euch am Rücken oder macht es euch auf, ist wurscht. Wichtig ist, dass ihr da, wo das Flügel ist, das ist ja zeitlich, dass ihr euch da an der weniger abgeschrägten Seite, dass das da wirklich schön bündig da unten weitergeht. Und auch da schiebe ich mir das Ganze wieder vor diese Falzlinie hin. Und wenn das passt und da schön bündig ist, also da wirklich achten darauf, dass es bis zum Schluss schön bündig ist, dann klappe ich mir das Ganze drüber und habe das da ganz wunderbar als Seitenflügel herinnen. Und das Deckelflügel geht da natürlich schön drüber. Das können wir jetzt auch schon runterziehen. Und jetzt schnappen wir uns nur die rechte Seite und da machen wir es im Prinzip ganz gleich. Auch da, ach so, das ist der Rückenteil. Die linke Seite natürlich, ihr wisst, meine Links-Rechts-Schwäche ist einfach echt erbärmlich. Da haben wir jetzt zwei Falzlinien und auch da müssen wir wieder beide Falzlinien drücken. Und wenn das so ist, dass ihr so wie da ganz, ganz wenig Spiel habt heraus, dann knickt euch zuerst die äußere Linie. Also die näher an diesem kleinen Stück heraus ist, geht für meine Begriffe leichter, wenn man es so rum macht, dass man zuerst die äußere Linie knickt. Sonst habt ihr nämlich bei der inneren Linie dann echt ein Problem, die richtig zu knicken. Und wenn die richtig geknickt ist, dann fahrt ihr euch mit dem Lineal an die innere Linie hin. Könnt ihr da mit den Fingern ein bisschen drunter gehen, weil sonst da knickt man es gar nicht richtig hoch. Und wenn sie dann einmal hochgeknickt ist, dann lasst sich es auch richtig schön rüberdrücken. Und dann könnt ihr es mit dem Falzbein wieder schön glatt streichen. Und auch da dann wieder innen drinnen den Kleber auftragen. In dem Fall müssen wir uns das Ganze jetzt vorher gut anschrägen. Ihr wisst ja, da ist die Oberseite, also da werden wir mehr anschrägen. Da kräftig anschrägen. Unten braucht man ein weniger, da kann man sich ein bisschen leichter orientieren, wo oben und wo unten ist. Und da ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass ihr in dem Fall können wir jetzt auch wieder mit dem doppelseitigen Klebeband arbeiten, aber da müsst ihr den Überstand, das wird nämlich ein kleines bisschen drüber stehen, dann nach innen knicken. Das heißt, legt euch das wieder zur Falzlinie hin, zieht euch die Schutzhülle ab und der Teil, der jetzt da drüber steht, das ist nämlich schon ein guter Millimeter, den schiebt ihr einfach mit dem Finger über die Kante nach oben drüber. Das stört dann nicht, das ist so ein dünnes Klebeband, dass das wirklich nicht störend ist und wir haben ja dann dahinter drauf unseren Deckel und so haben wir schön Kleber drauf und brauchen uns nicht lang blauen. Und auch da machen wir es wieder so, dass wir den Kleber nach oben legen, in dem Fall jetzt das Ganze wieder auf den Bauch legen. Und ihr seht ja, da ist oben bei der großen Schräge und da haben wir ja oben, weil der Deckel oben ist. Und damit können wir es da jetzt dran schieben an die zweite Rille, also an die äußere Rille wieder. Und in dem Fall jetzt auf der rechten Seite schauen, dass man schön bündig unten rauskommt. Also dort darauf achten. Und wenn das passt, dann knicken wir uns auch den Teil wieder nach hinten. Und damit haben wir unsere Karte wirklich schön gestaltet. Da schaut jetzt minimal der Kleber aus, aber das ist nicht so schlimm. Den schieben wir da noch so ein bisschen unten rein. Dann passt das.
So, und jetzt seht ihr schon anhand dem Zuschneidens und dem Falzen, dass wir den rechten Flügel sehr gut reinschieben können. Der geht auch da schön rüber. Der linke Flügel durch diese doppelte Falzung hat ein bisschen einen Abstand, so dass wir da jetzt auch nur unsere Aufleger draufkleben können. Und der Deckel hat noch mal ein bisschen mehr Abstand, so dass wir innen drinnen auch noch genug Platz haben für alle unsere Aufleger, dass wir richtig eine schöne Albumkarte sozusagen machen können. Jetzt können wir das linke Flügelding auch runtergeben. Und so können wir jetzt unsere Karte gestalten. Vielleicht kleben wir uns da noch gleich die Rückseite auf. Das ist jetzt unser 14x14 cm Stück, das wir da als Blende hinten drauf haben, damit es auch auf der Rückseite schön ist. Und das klebe ich mir dann wirklich am allerliebsten mit einem Dombo auf, also mit einem Flüssigkleber, damit wir das Ganze noch zurecht schieben können. Und auch, ja, ihr wisst es, mit dem doppelseitigen Klebeband, wenn es liegt, biegt es so quasi. Und beim Dombo haben wir halt doch noch ein kleines bisschen eine minimale Zeit zum Schieben, sozusagen. Und da fange ich jetzt in dem Fall unten an, weil ich möchte, dass es schön bündig ist unten. Schaue, dass ich mir das da schön draufschiebe. Und wenn es unten schön bündig ist, dann sollte es sich eigentlich bis oben auch relativ schön ausgehen. Dann können wir das schön ankleben, andrücken. Und dann haben wir die Karten auch hinten sehr, sehr schön versäubert. Geben denen jetzt ein bisschen nur Zeit. Und wenn es so ist wie bei mir steht es jetzt da echt minimal drüber aus, dann schneide ich, wenn das getrocknet ist, da einfach nochmal mit der Bastelschere einmal geradeaus rüber. Dann habe ich den minimalen Überstand weg und es schaut trotzdem total super sauber aus. Wir haben es schön geklebt. Gut, dann werden wir uns jetzt um den Innenteil kümmern. Ah, oh, wie schön. Jetzt ist die Niki auch gekommen. Das freut mich total. Hallo Niki an der Stelle. Sie hat die Karten schon gesehen. Supi. Das freut mich. Gut, okay. Und dann werden wir uns jetzt als nächstes sozusagen die Aufleger zuschneiden. Und die Aufleger habe ich aus Osterglocke ausgewählt, klarerweise. Und wir brauchen den Aufleger relativ oft in derselben Größe, weil wir haben den da einmal drauf. Und da, also zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Also es geht ziemlich viel Farbkarton auf, aber es schaut dann einfach total schön aus. Und ich habe einen Aufleger ganz bewusst ja, eigentlich immer in derselben Größe gehalten. Und zwar haben wir ja die Grundfläche mit 14x14. Und von daher wäre ein Aufleger mit 13,5x13,5 gemacht, wenn ich es jetzt mir richtig gemerkt habe. Einmal nur schnell nachmessen, schadet nicht. Stimmt. 13,5x13,5 und den braucht man jetzt insgesamt 7 Mal. Das heißt, wir brauchen wirklich ziemlich Farbkarton. Und werden das ganze Ding zuschneiden. Da schneiden wir natürlich die 13,5 wieder über die Länge runter, weil dann habe ich ihn gleich für 2 Mal von der Länge her richtig geschnitten. Und kürze mir das da ein. Das ist jetzt wieder Bastel-Aerobic, gell? Eins und noch einmal. Und gleich noch einmal. 13,5 haben wir gesagt. Über die Länge. Und dann gleich noch einmal. Damit haben wir jetzt 4 Stück. Nochmal die 13,5. Und 5 und 6 und noch einmal. So, habe jetzt richtig gewissen, ja. Und dann brauchen wir noch ein Stück. Da schauen wir jetzt noch schnell in die Restelkiste. Das schaut gut aus. Das sollte sich da ausgehen. Und 13,5. Und damit haben wir das 7 Mal zugeschnitten. Und da können wir das einkleben. So.
sind natürlich die Sachen, die sind jetzt nicht ganz super spannend zum Zuschauen, klarerweise. Aber können natürlich gemacht. Und im Prinzip ist der Rest dann eigentlich ausdekorieren. Jetzt da jetzt schauen, dass ihr das schön mittig aufklebt. Dann von hinten gerne auch einmal andrücken. Dann machen wir gleich den nächsten Teil. Und auch da andrücken. Ich finde speziell deswegen, ich habe ganz bewusst viel Gelb eingebaut. Nicht nur, weil es jetzt von den ukrainischen Farben total gut passt, sondern auch deshalb, weil ich finde, das Gelb ist natürlich Sonne, ist Licht, ist alles das, was uns die Zeit ein bisschen sonniger und schöner macht. Und von daher ist natürlich Gelb jetzt momentan gerade, finde ich, eine ganz super wichtige Farbe, die einfach zum Frühling natürlich perfekt passt, aber eben auch in diese Zeit jetzt gerade sehr gut passt. So. Haha. Das freut mich sehr. Dass euch das gefällt, freut mich total. Und dass euch der Text auch so berührt hat wie mich und ihr das auch so super findet, das freut mich natürlich riesig. Von daher ist es natürlich halt total schön, dass die Niki auch direkt reingeschaut hat und ihr persönlich auch mit ihr schreiben könnt. Das ist natürlich schon schön. So. Na, wenn wir das jetzt da reinkleben. Natürlich klar, dass der Rand außenrum jetzt bei dem rechten Flügel, der ja dort 2 mm kleiner ist oder schmäler, dass da nicht ganz so viel außenrum Platz ist, ist klar. Ich wollte es aber trotzdem einfach halten. Also wem das stört, der müsste sich die Aufleger einfach ein kleines bisschen anpassen. Ich persönlich habe es im Großen und Ganzen einfach überhaupt nicht störend gefunden. Und deshalb habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, das so zu lassen. Genauso wie ihr natürlich auf den Text, den ich euch als PDF vorbereitet habe, nur jede Menge draufstempeln könnt. Ihr könnt da noch Herzerl draufstempeln, ihr könnt da noch eine Taube draufstempeln, was auch immer euch halt gefreut, könnt ihr da natürlich noch reinbauen und eure ganz persönliche Note sozusagen da unterbringen. So, es ist einfach super, oder? So eine Albumkarte ist schon was echt Spezielles. Gut, und damit kommen wir jetzt zu dieser PDF, wie ich es euch gesagt habe. Und zwar habe ich mir den Teil jetzt schon ausgeschnitten. Ihr kriegt das auf einer Seite zweimal nebeneinander. Ich habe es auch ganz platzsparend gemacht, damit ihr, wenn ihr das Ganze auf Grundweiß ausdruckt, ich habe es auf Grundweiß ausdruckt, ihr seht schon, kommt von den Farben sehr schön aussah. Ich habe es aber mit hoher Farbkraft ausgedruckt. Und da kriegt ihr das eben auf einer Seite, dann bleibt euch das so quasi als Grundweiß frei. Und auf der zweiten Seite habe ich es euch untereinander gemacht und zwar möglichst auch da, möglichst platzsparend. Und wie ich das zugeschnitten habe, sage ich euch gleich. Da haben wir natürlich in dem Fall, ihr wisst ja, 21 cm bei der Hälfte ist 10,5 und dementsprechend ist auch ein Runden bei 10,5 abzuschneiden. Damit haben wir da schon den Deckel. Das werden wir jetzt gleich aufkleben. Ich habe es in meinem Fall plan aufgeklebt, weil mir das Album schon genügend Tiefe hat, dass ich jetzt da nicht nur mit Dimensionals arbeiten möchte. Wer aber möchte, kann sich da natürlich noch Dimensionals drunter geben oder auch den Schaumstoffkleber, der das Ganze flächig ist natürlich. Und die zwei Teile sage ich euch jetzt auch gleich, wie man die zuschneidet. Und zwar schneidet ihr euch die bitte zu auf 12 cm. In dem Fall müsst ihr aber beginnen bei 13. Also auf 13 cm zuschneiden. Und dann kürzt man es gegenüber um einen Zentimeter ein. Also es ist ausgerichtet auf 12 mal 12 cm. Ich habe aber einen Zentimeter Rand gelassen. Und zwar ganz bewusst,
weil viele Drucker nicht so weit an den Rand rausdrucken. Und damit ihr da kein Problem habt, habe ich euch da 1 Zentimeter Rand lassen, den ihr euch bitte wegschneiden müsst. Und dann könnt ihr von oben runter messen. Auch da sind es dann wieder die 12 Zentimeter, weil wir haben ja eine quadratische Karte. Und dann einfach hochschirmen und wieder bei 12 cm abschneiden. Dann habt ihr es für meine Begriffe perfekt eingepasst. Also mir hat es so gefallen, ich hoffe, euch gefällt es auch. Und von daher wäre das so der Zuschnitt, den man macht. Da könnt ihr dann frei was draufgestalten, da und an die Stelle auch. Geplant ist, dass diese Dinge da drinnen sind, und zwar rechts und links, so dass, wenn es jemand aufstellen will, er den ganzen Teil so quasi als Aufsteller dann da hat. Also achtet da drauf, dass ihr es an die richtige Stelle klebt. Wenn es ganz auseinandergefalten ist, dann können die 2 Teile draufgeklebt. Das werden wir jetzt gleich machen. Die PDF findet ihr nach diesem Video auf meinem Blog. Die muss ich erst hochladen. Ich bin halt zeitlich recht ein bisschen ins Strudeln gekommen. Das habe ich vorher einfach nicht mehr geschafft. Dann habe ich mir gedacht, das ist eh gleich, weil dann ist es eine schöne Überraschung. Dann rechnet ihr noch so gar nicht damit und habt es noch ein Live, so quasi. Könnt ihr auf meinen Blog nochmal draufgehen und könnt euch die PDF aus dem Blogbeitrag dann runterladen. Ich werde euch die jetzt dann gleich nach oben laden. Und dann könnt ihr euch die runterladen und ausdrucken. Und habt ein ganz ein wunderschönes Innenleben für eure Albumkarte. Und ich finde, dass dieser Text nicht nur für die jetzige Zeit gut passt, sondern das passt einfach immer. Also das ist so, so rundum passend. Und damit sind wir eigentlich schon so weit, wie ich es mit euch unbedingt basteln wollte. Also dass ihr seht, da gehört das her. Und wie ihr das Ganze dann innen drinnen noch ausgestaltet, ob ihr das dann macht mit den Wellen des Ozeans, glaube ich, heißt es, oder? Das neue Set. Meer an Glück heißt es natürlich. Meine Güte. I und Namen, Schall und Rauch. Es ist ein Wahnsinn. Ob ihr das dann mit dem Meer an Glück gestaltet, so wie ich das gemacht habe, oder ob ihr da ganz was anderes reinsetzt, ist dann echt total euch überlassen. Für den ganz großen Stempel, für den Wellenstempel, ist es tatsächlich so, dass ihr den Stempelblock F benötigen würdet. Der passt nicht auf dem E drauf. Der ist wirklich richtig, richtig, richtig groß. Ich persönlich habe bei dem mit dem Stamparatus gearbeitet und würde das auch total empfehlen. Durch das, dass das ein ganz großer Stempel ist, um den wirklich anständig zu platzieren auf der Karte und auch gut abzudrücken, ist das Stamparatus echt Gold wert. Also das würde ich mir jetzt mit dem Stempelblock F, der wirklich sehr, sehr klobig und schwer ist, würde ich mir nicht antun. Wer also da eine Stempelhilfe hat, sollte da wirklich auf die Stempelhilfe zurückgreifen. Das ist der Tipp des Tages, was das Stempeln angeht. Und auch zum Montieren vom Kleber, das funktioniert mit dem Stamparatus auch sehr, sehr gut. Und zwar habe ich da das Kleberl zuerst auf die Platte vom Stamparatus draufgeben, so wie ich das bei Acrylblöcke auch mache. Und habe mir dann den Innenschaumstoff genommen vom Stamparatus, habe da den Stempel draufgelegt und habe dann das richtig gut einpassen können und absetzen auf dem Stempel. Und so ist jetzt mein Kleber auf dem Stempel wirklich super gut positioniert. Also im Prinzip könnt ihr den Stamparatus-Teil auch verwenden wie einen Acrylblock. Und wenn ihr euch eben da noch was Erhöhtes drunter legt oder von mir aus auch die Stempel- und Perforiermatte, dann kriegt ihr das ganz leicht hin, dann stört euch nämlich auch da diese Erhöhung vom Stamparatus nicht zum Ankleben von der Folie. Gut, ich hoffe, das ist jetzt so einigermaßen logisch und macht für euch einigermaßen Sinn, was ich euch da jetzt erzählt habe. Im Großen und Ganzen war es das jetzt tatsächlich von mir. Und ich hoffe sehr, dass euch das Projekt gefällt, und ich hoffe noch viel, 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 viel mehr, dass ihr das auch wirklich nachbastelt. Und vor allem, dass ihr das wirklich rausschickt. Also bitte, bitte bastelt in dem Fall nicht nur, was für jeden von uns natürlich schön ist und ein bisschen eine Ablenkung ist, sondern bitte tragt es hinaus in die Welt, schickt die Karten raus, gebt dieses Gedankengut bitte weiter. Das wäre ganz wunderbar, und würde mich total freuen, wenn das wirklich eine richtige Welle schlägt, eine Welle des Friedens, und wir da alle
schön daran arbeiten und miteinander arbeiten. Das, glaube ich, war total super. In dem Sinn, alles, alles, alles Liebe. Vielen, vielen Dank. Wem es gefallen hat, bitte schenkt es mir gerne einen Daumen nach oben. Teilt das Video auch gerne weiter. Das ist halt wichtiger denn je. Also bitte, bitte gern das Video. Man kann da auf Teilen drücken. Ihr kennt das in eure Communities, wo auch immer ihr vertreten seid, gerne reinposten, wer auch immer dieses Gedankengut findet, wer weiß, wem es da alle erreicht, würde mich sehr, sehr freuen. Schön, ihr Lieben, in dem Sinn, alles Liebe, unsere Friedenswoche geht weiter. Am Donnerstag werde ich auch nochmal ein schönes Projekt dazu zeigen und nochmal ein herzliches Dankeschön eben an die Niki und euch allen viel Freude damit und denkt dran. Wann immer ihr die Chance habt, wählt Frieden. Alles Liebe in die Runde. Tschüss, Papa.